Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie im Messteil dargestellt wird, ob eine Messung unvollständig, durchgefallen oder vollständig ist. Beginnen wir mit einer unvollständigen Messung. Ist Ihre Messung unvollständig, wird Ihnen in der Messung unter dem Punkt Bewertung ein blaues Fragezeichen angezeigt. In unserem Beispiel sehen Sie, dass weder Daten noch ein Datum eingetragen sind. Somit ist die Messung unvollständig. Auch bei der Anlagenübersicht ist durch zwei Fragezeichen in einem blauen Kasten gekennzeichnet, dass die Messung nicht vollständig ist. In diesem Fall tragen Sie bitte die fehlenden Daten in die Messung nach. In diesem Fall wird die Messung auch als vollständig bewertet. Ist Ihre Messung durchgefallen, erscheint auf der Messung unter dem Punkt Bewertung ein rotes X. Auch bei der Anlagenübersicht ist durch zwei Ausrufezeichen in einem roten Kasten gekennzeichnet, dass die Messung nicht korrekt bzw. durchgefallen ist. In solch einem Fall wird Ihnen direkt vorgeschlagen, eine Nachmessung anzulegen. Sollte Ihnen keine Abfrage für eine Nachmessung angezeigt bzw. vorgeschlagen werden, sollten Sie Ihre Sondereinstellung kontrollieren. Hierfür gehen Sie bitte über Dienste, Sondereinstellungen, Messung und gucken unter dem Punkt Automatische Abfrage für Nachmessung, wenn Messung durchgefallen, ob in der Spalte für Auswahl ein J für Ja eingetragen ist. Wenn nicht, korrigieren Sie dies bitte. Ist Ihre Messung vollständig und korrekt, erscheint auf der Messung unter dem Punkt Bewertung ein grüner Haken. Auch in der Anlagenübersicht ist durch das Wort OK in einem grünen Kasten gekennzeichnet, dass die Messung vollständig und korrekt ist. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.